Jo, und dann sind wir direkt wieder zurück. So. Jetzt geht's erstmal als allererstes zurück nach Gemsa. Denn Zoe hat mir eine Liste gegeben mit Sidequests, wann man die denn starten kann. Und eine kann man starten nach dem Kampf gegen Medana und wenn man dann nach Gemsa zurückkehrt. Deswegen laufe ich da immer schnell zurück und schau mal, was für eine Sidequest das denn so ist. Bin mal gespannt. So, hier den ganzen Weg wieder rumlaufen. Das da oben muss anscheinend immer noch ausgebessert werden. Nein, kein Kampf. Nein, kein Kampf. So. Nochmal, ja. Also Meeressynthese kommt hier wirklich sehr oft zum Zuge. Immer und überall Meeressynthese. Da war ich jetzt selbst doof, dass ich in das Monster reingelaufen bin. Ja, und wenn man so eine Force-Fähigkeit einsetzt und dann nach einer Map wechselt, dann hält die. Also dann wird die Zeit der Fähigkeit wieder ja, resettet, so gesagt. Also man hat dann wieder die volle Zeit. Sehr praktisch, so. Ich gehe mal davon aus, dass ich zu dem Ältesten muss. Also tippe ich mal, dass dort vielleicht die Quest beginnt. So, Kollege, sag mir was. Ihr dort! Ja, bitte? Ich denke, das Ganze auf euch zu tiefsten Dank verpflichtet. So sagt, gehe ich richtig der Name, wart ihr es, die Harpien vertrieben haben? Nein, die Frage ist überflüssig. Es kann nur so sein. Nun also, ja, wir haben sie geschlagen und... Ich wusste es! Hier, nehmt das als Zeichen unserer Dankbarkeit. Monsterbuch. Oh, cool. Monsterbuch. Was haben wir das denn? Ah ja, wieder eine Schriftrolle. So, auf die Überschrift Wena ist nichts lesbar. Jupp, können wir nichts mit anfangen. Monsterbuch. Yay. 7 Seiten. Boah. Ja. Eine Menge Sachen. Was haben wir bis jetzt am meisten besiegt? Killerbienen. Und sehr viel Brandskorpion und Höllenhunde. Nee, Dunstkraken haben wir am meisten besiegt. Jetzt können wir auch so gucken, was sind denn die Schwächen so? Ja. Oh, Donner wäre eine gute Schwäche gewesen. Sehe ich gerade. Auf die Idee hätte ich auch kommen können. 120.000 AP. Atmosphäre, ja. Ach, Wasser war gar nicht so effektiv. Sturmmimik? Ja, dasselbe. Donner. Natur hätte nichts gebracht. Erde wenig. Ja, alles dieselben Sachen. Aber in Summe, Natur bringt hier ganz viel und Erde. Aha. Wasserdrache, Wind und Erde. Ja, stimmt, das habe ich auch genutzt, Wind und Erde, weil bei denen auch. Ah, da steht auch, was die alles droppen können. Zu wie viel Prozent dann auch? Moment. Soll ich jetzt mal kurz durchgucken? Ja, nichts. Gegengift, Heiltrank, Gegengift, Herrenhut. Cool. Lebenswasser zu setzen. Ah, kleiner Morgenstern habe ich leider nicht bekommen. Mini-Bang. Cool, eine Waffe. Was haben wir noch? Heiltrank. Messerknöchel. Habe ich auch leider nicht bekommen. Was haben wir? Das Feenzepter habe ich bekommen. Fangarm habe ich viele bekommen. Wow, die können Elixier und Elfen. Oh. Da überlege ich mir, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen auf die Jagd nach Sumpfmolchen gehe, weil das klingt nach einem guten Bogen. Und vor allem bin ich ja noch in dem Bereich hier. Da hätte ich schon Lust, hier so ein Ding zu bekommen. So, ich glaube, ansonsten kann man hier... Ich hoffe mal, dass man nichts mehr machen kann. Aber so ein Elfenbogen? Wäre schon nicht schlecht. Was hatten die jetzt nochmal für eine Schwäche, die Viecher? Das ist ja recht praktisch. Das kann man jetzt mal schön nachgucken. So, Sumpfmolch. Gute Erdeschwäche... Feuer bringt kaum was. Gut, dann wollen wir doch mal ein bisschen umstellen. Fair. Und Tapio ins Team. So, Sumpfmolche, kommt her, ich will euch töten. Ich möchte gerne dieses Feenzepter haben. Nicht Feenzepter, das ist ein Elfenbogen. Ja, komm. Ihr schockt mal den Kleinen da und die machen da Geierschlag.
Oh, geht wirklich was. Das Monsterbuch ist sehr praktisch. Da muss jetzt nicht einfach mal blind rumprobieren, was so die Schwäche ist von Monstern. Sondern sehe es eigentlich direkt immer. Wir kommen halt mal drauf. Bebenhieb und Geierschlag. Aber ich muss sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, das Ding zu holen. Der hat auch eine Erdschwäche, ne? Jo, eindeutig. Schade, nichts bekommen. Okay, aber es sind auch nur 4%. Den auf Anhieb zu bekommen, jetzt wäre Luck pur. Na gut. Ah, ich besiege einfach die Monster, die noch kommen auf dem Weg nach draußen. Ansonsten, ja, gehe ich dann hier wieder raus. Ne, warte, ich warte erstmal, bis das Monster hierher kommt. Ach, jetzt auf einmal kannst du nicht mehr durch. Mhm. Aha. Du kannst durch, wenn ich Meeressynthese einsetze. Interessant. So. Schockpfeil auf den anderen und alle anderen hauen dann mal drauf. Hier kriegst du einen Bebenhieb und einen Geierschlag noch hinterher. Der andere wird einfach mal paralysiert. Den machen wir mal eben kaputt. Und die hauen damit Bebenhieb und Geierschlag nochmal drauf. Boah. Komm, gib mir einen Bogen. Schade. Echt gern gehabt. Na, gegen die Pilze habe ich keine Lust. Die geben mir nur Elixier. Okay, Elixier sind eigentlich auch ganz gut, aber wäre so eine Ausrüstung, ein Ausrüstungsgegenstand eigentlich eher viel lieber. Jetzt habe ich leider nur nicht dieses Teilchen hier gefunden, weil das sollte ja auch irgendwo hier sein. Oder kann man jetzt vielleicht irgendwo aufspringen hier, die Wand? Hier die da zum Beispiel. Kann ich da vielleicht was aufspringen? Parasa, box auf. Schade. Und sonst wie immer alles. Oh, in letzter Zeit klappt es immer ganz gut mit der Paralyse. Komm. Auf dich zu heilen. Das ist voll unfair. Man kann die nicht so schnell töten. Werden dann jetzt auch weg. Na toll, ich bekomme Elixier. Dumm. So, mal sehen, kann ich hier vielleicht irgendwo was wegspringen? Nö, vielleicht kann ich die Ranken wegspringen. Hier was versteckt. Hier vielleicht? Auch nicht. Sieht alles aus wie immer. Ich gehe mal nochmal zu diesem einen Berg da in der Mitte. Sieht auch nicht verdächtig aus. Frag ihn einfach, dann kann er mir ja vielleicht sagen, wo das ist. Weil ich sehe hier nirgendwo was. Dann mache ich wahrscheinlich hier wieder mal so eine kurze Zwischenschnitt in der Folge, wo ich zeige, zack, ich hole mir das eben mal und zack, sind wir wieder draußen. Na gut, na gut. Dann würde ich sagen, hier, bevor ich jetzt wieder zum Schiff zurückgehe, mache ich einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.